Moin Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind hier noch an der Vogelreiterschule. Wir sind auf der Suche nach unserem kaminroten Vogel, denn der scheint nicht mehr da zu sein. Link spürt ihn nicht mehr. Also wir spüren ihn nicht mehr und wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall suchen. Unser einziger Anlasspunkt ist quasi, wo wir hingehen können, der Dorfplatz. Da die Ritterschule, da sind wir gerade hergekommen. Schmetterling kann man ja auch noch später fangen, glaube ich, im Spiel. Genau. Okay, die Insekten. Was ist denn mit dir? Wer bist du denn, Lena? Ach du Scheiße, sieht aus wie ein Kobold. Warte mal, Patrick! Der Larry, ey. Tust du mir denn gefallen? Der Baum da, kannst du ihn auf ihn zuspringen und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu, rolle und rups! Bitte mach's! Bitte mach's, bitte, bitte, bitte! Achso, man muss nur den linken schütteln, okay. Beim Springen. Hey, gut gemacht, da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Und wir kriegen 5er dafür. Kriegen wir was dafür jetzt? Hallo? Du Lelek. Verflucht, mein Wolkenhirschkäfer. Fast hätte ich ihn gehabt. Ohne Schmetterlingsnetz sind Insekten unmöglich zu fangen. Wenn ich nur das Netz, das ich in Terrys Laden angekauft habe, nicht weggeworfen hätte. Ach. Aber da wissen wir auch schon, Terry gibt's hier im Spiel. Das wird später nochmal wichtig, die Puste-Dinger da. Was gibt's denn hier so? Können wir mal kurz hier reingucken und so. Alter, das Spiel sieht ja echt geil aus eigentlich. Also von der Bildrate. Ach, du bist hier, mein Freund. Mit dir haben wir später noch zu tun auf jeden Fall. Der Hiru. Oh, du bist es, Patrick. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiter-Zeremonie? Übrigens, wenn ich mich nicht verzählt habe, ihr habt es ja gesehen, im ersten Part war es 16 Mal. Also innerhalb von einer halben Stunde, ne? Von nicht mal einer halben Stunde. Wenn du willst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Ihr Wolkenwort gibt man erst als Erwachsen, wenn man das Reiten auf einem Wolkenvogel beherrscht. Die Jungspunde, die Ritter werden wollt, müssen natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Auch wir unterziehen uns stets verschiedenen Übungen und lernen so, auf den Wolkenvögel zu reiten. Alles klar. Also wer kein Wolkenvogel reiten kann, der ist nicht erwachsen hier im Wolkenwort. Gut zu wissen. So, ja. Ich hab's halt nicht eigentlich. Es wird echt hier gespeichert, wenn wir den Raum verlassen. Ist ja krass. Ja, wir gucken uns jetzt nicht überall um, ist ja klar. Könnte man nochmal Terry rufen eigentlich? Ging irgendwie. Ich weiß noch nicht mehr wie. Ist der überhaupt schon hier? Ne, der fliegt hier glaube ich noch nicht rum. Hey Patrick, bald beginnt die Vogelreiterzeremonie Nummer 18. Letztes Mal hat Kuku um Federbreite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist dein roter Wolkenvogel mit dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. So, was ist denn jetzt hier? Das sind so drei Typen, die da ein bisschen herumlungern. Zu denen müssen wir auch, tatsächlich. Dann gehen wir direkt zu denen. Denn hier geht's weiter. Das war ganz schön hart, Pardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Leben, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schön nicht wieder raus. Du Drecksack. Naja, die drei sind echt schon eine Truppe hier, ey. Das ist schon ein Trio. Hey, Patrick. Stehst du schon lange hier? Link einfach so richtig, ohne richtigen Ausdruck im Gesicht, ne? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du wirst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Du machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, habe ich recht. Da bist du bei mir aber an den Falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt dich nicht blicken? Was da wohl passiert ist, wie er guckt. Vielleicht hat er sich hier verflogen, das blöde Vieh. Eine Frisur. Das ist schon beleidigend hier. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Ja, das tut sich aber nicht so. Seit wir Kinder waren, hat die Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Ich finde Arroganz. Er zieht hier was in den Dreck? Da steht so einfach. Zelda! Ich also... Jetzt kommt Zelda. Psst! Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Patrick abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Patrick niedermachst? Ich.
Was ist los? Raus damit! Also ich. Der ist voll verschossen, die Zelda, ey. Ach, vergiss es. Es ist echt schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Manche Sachen, die fallen mir quasi jetzt erst wieder ein. Also dann, Patrick, wenn du heute nicht teilnimmst, darfst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hütchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Wie die da runterspringen, ey. Ich glaube, wenn die Wolkenvögel so nah beieinander rumfliegen, ne, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ihr solltet die da ein bisschen versetzt rufen. Dies drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Es bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Patrick, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Danke. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tytor. Sie werden die Vogelretter-Zeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. War es jetzt schon das 20. Mal? Ich glaube schon, ne? So um den Dreh auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, guck mal die ersten Folgen so, ne? Also bis die Zeremonie quasi abgehalten wurde, wie oft das Wort kommt. So, ja, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Und ihm bleibt nichts anderes, als nochmal zur Ritterschule zu gehen. Ich glaube, da gibt es nämlich jemanden, der mehr weiß. Ja, ne, wir sprechen jetzt doch nicht, ist egal. Wer bist du denn? Die Galea. Was ist los, Patrick? Warum so aufgeregt? Ein Vogel, Patrick? Ach, der seltene Rote? Keine Ahnung. Nein, hab ihn nicht gesehen. Eine Statue der Göttin hat mal den besten Ausblick über das Dorf. Sieh ich doch da mal um. Die Statue der Göttin ist das große Denkmal im Norden des Wolkenhorts. Kennst du doch, oder? Geh einfach Richtung X. So, erstmal zurücksetzen hier da. Hin, okay. Wenn du dich mal verlaufen hast, drücke einfach Minus, um eine Karte der Umgebung zu sehen. Das sollte dann weiterhelfen. So, dann haben wir die Karte auch hier, zack. Ach so, so muss man zoomen. Okay, die Karte ist irgendwie mit Stolperstab nicht so geil aufzurufen. So, ein Herz gefunden. Damit wird ein Herz wiederhergestellt, logischerweise. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir den Heldenmus nicht zurückspielen können. Denn, ja, dann hätten wir das Spiel natürlich wieder so spielen können ohne Herzen. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, eine Sache, womit man Herzen kriegen kann, theoretisch, aber... Ja. Das nimmt dann quasi wieder so einen Slot weg im Ausrüstungsbildschirm, von daher... Auch nicht so das Wahre, ne? So, Grass ist weg. Ich glaube, der weiß auch mehr über den Aufenthaltsort vom Wolkenvogel. Oder auch nicht. Sprechen wir mal mit Tytor, würde ich sagen. Der ist, glaube ich, oben. Können wir ja auch hier hochgehen. Aufgeschlossen ist ja oben jetzt auch. Meister Otus Zimmer, das war der andere, der Weißhaarige. Die Runas Zimmer ist die unten, die Olle. Zeldas Zimmer ist auch hier oben. Also die Damen sind hier oben anscheinend. Auch nicht da. Ja, auch nicht. Dann. Ey, die hat mir, glaube ich, gerade gesagt, wo ich hier muss und ich hab's vergessen. Ich Idiot. Wahlzimmer. Ja, hier waren die Leute dann wohl. Hier halten sie sich schon sauber und ne, die gehen und so ist wichtig. Wo ist denn das direkt? Torenzimmer? Ne, das ist nicht das da, oder? Ist da Otus? Ist da Tytor? Der Direktorkötzimmer hier oben? Kann ich auch nicht rein, ne? Die ist ja auch draußen, die alte. Weil das auch weg. Aber ich bin jetzt so verstrahlt, wo muss ich hier nochmal hin? Ich geh jetzt mal zur Statue, war ja auch ein X, ne? Nicht umsonst. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ich da. Achso, doch, man muss da jetzt doch hin. Das Tor ist hier extra offen. Hey, Patrick! Hier sind wir. Da ist er doch, Ding, was. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel, komm her! Da steht der Typ nicht noch irgendwo hier, der das hier aufgemacht hat? Ich glaube nicht, weil ich jetzt schon durch bin, ne? Statue der Göttin, ja gut, dann ab nach unten. Ich hätte auch nicht so verkehrt hier. Unter da. Zack, so hier geht's weiter, Freunde. Gut, dass du hier bist, Patrick. Ich hab dich schon gesucht. Hab mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Als ich mit Quas hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Patrick. Wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck's schon aus.
Als ich meine Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Die haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhecken, um einen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um mich zu warnen. Aber da habe ich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss er sein, mein Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Okay, sehr schön. Es tut mir so leid, Patrick. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Aha, Patrick. Im Wasserfall wurde in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch meinen Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Gerne doch. Warum denn nicht, ne? So, Spiel wird gespeichert. Perfekt. So, mein Freund, du hast ein Schwert für mich, glaube ich. Oh, Patrick. Kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelretter-Zeremonie ist. Lass dir nicht mal Eifer. Funkschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hol dir einfach eines und komm danach zurück. Immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Wo ist auch mal ein Übungsschwert? Ist wahrscheinlich jetzt so eine Truhe hier, oder? Ja, natürlich. Öffnen wir die mal. Aber ich muss auch schon sagen, die Truhen sind im Vergleich zu Twilight Princess richtig hässlich, ne? Was hast du Übungsschwert erhalten? Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. So, da haben wir es jetzt. Da ist das Schwert. Die Klinge ist äußerst scharf. Perfekt. Ich habe auch eine kleine Geldbörse. Man kann die auch hier sehr gut erweitern. Hat aber dazu später, ne? Okay, hier sind Sammelgegenstände. Hier kriegt man irgendwelche Sachen. Die kann man dann irgendwie ausrüsten, glaube ich. Irgendwelche Medaillen oder so waren es, glaube ich. Aber ich glaube, wir werden das alles noch früh genug sehen. Von daher keine Hektik. Okay, das geht schon mal. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir den Umgang mit dem Schwert erkläre? Ja, klar. Bei der Schwertführung musst du dir immer vor Augen führen, wohin du schlagen willst. Bringst du ein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus. Wenn ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich von Gegnern umringt siehst. Also wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du für den Kampf bereits bestens gerüstet. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anwesen des Gegners. Sobald du ihm gegenüberstehst, drück dafür einfach ZL, ja? Das Überleben ist wichtig. Kannst du diese Stimme nutzen, um zu üben. Vergessen hast, wie du dein Schwert schwingst, kannst du mit Hilfe von rechts eine kleine Gedächtnisstütze als Hilfe aufrufen. Hast du alle Stimmen zerlegt, darfst du dich an einer Spezialtechnik versuchen. Okay. Zack, weg. Weg. Oh. Ja, wie soll ich den jetzt zerlegen? Wie witz wollte. Er ist weg. Er auch. Hier mach ich die Stichattacke. Sehr gut, Patrick. Ach, der eine ist nur dazu da, okay. Für ein Schild, glaube ich, für den Blocken. Was mit dem Schwert umzugehen? Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Ja, klar, gerne doch. So, Freunde, jetzt aufgepasst. Ausgezeichnet, aber nun werden um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Dann schneide sie mit einer Wirbelattacke, ohne dich von der Stelle zu bewegen. Gleichzeitig horizontal. Ach so. Horizontal so. Hervorragend. Ja, so muss das aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangschuss ausprobieren? Na klar. Haha, sehr gut. Der Fangschuss ist nur dann möglich, wenn der Gegner am Boden liegt und du musst ihn dafür mit ZL anvisieren. Schau diesen Stab zum Boden und versuche dann den Fangschuss auf ihn anzuwenden. Und... den Move kennen wir ja auch aus Twilight Princess noch. Wunderbar. Aquila ist ja übrigens der Gute. Ist das nicht ein Vogel? Oder wird nicht ein Adler oder so genannt, Aquila? Du kannst den Fangschuss auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Fang bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht zu viel Zeit. Danke. Was soll das werden, Patrick? Du Schwert bleibt reflex hier, mein Freund. Hast du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davonschleichen? Sollst du uns noch erklären, warum wir das mitnehmen wollen? Wie? Du sagst, dein Wolkenvogel sei verschwunden? Willst du ihn nur suchen? Ich verstehe. Eigentlich dürfen die Wolkenvogel nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Weil du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? Sehr schön. So, wir gehen jetzt noch zum Wasserfall auf jeden Fall. Definitiv. So weit von. So, schnell mal losrennen hier, Link. Ausdauer schon wieder alle, doll. Keine Ausdauerfrucht hier in der Nähe. Da unten ist eine. Ah, ich weiß wieder, wie man Terry rufen kann. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht machen jetzt. Das geht erst nach dem ersten Dungeon sogar.
So, hier den, zack. Ich muss da rüber, ne? Da, also, ne, hier unten hin. Hi, du kleine Nervensäge. Hallo Patrick, das ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht mit wem. Das wäre lustig. Cookie. Ist halt schön, dass die hier so eine Gemeinschaft haben, ne? Oder bilden. Komm auch so geschmeidig rüber. Was ist denn das hier? Wer bist du denn? Sieh dir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Der Treller. Schade, dass das ein Auge fehlt. Drück oben, so sieh dir die Statue etwas näher an. Ja, da fehlt eindeutig ein Auge. Da ist sogar ein Typhon-Symbol in dem Auge drin. Nice. Oh, schön leuchtend rotes Juwel, ne? So, wir gehen jetzt hier hoch natürlich. Man kommt auch gar nicht ohne Schwert da rein, sieht man da schon. Gut gemacht auf jeden Fall. Und da ist er doch. Und schon spürt Link ihn wieder. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugendem Getier. Könnte für Kinder streng verboten. Ich will da durch, Mann. Mann, dann kackt da weg. So, Höhle hinter dem Wasserfall. Ah, Fledermäuse. Zack. Alter, halten die zwei Schläge aus? Echt jetzt? Oh. Da war ein Schleim bei mir dran. Ja, hab's gesehen. Zu spät aber. Die Schleime sehen aber cool hier aus. Verglichen mit den vorigen Teilen. Was ist denn hier so ein Vieh? Da oben. Hey! Hab ich getroffen, das ist die Sau. Ich geb direkt ein Herz, okay. Du hast einen grünen Rubin erhalten. Er ist ein Rubin wert. Das ist der erste, ne? Den ich hab tatsächlich. Ist auch noch ein Insekt. Sollten wir es auch mal merken. Oben ist eine Truhe. Hab ich da nicht sogar hin von hier aus schon? Kann ich hier irgendwo hier oben rüberspringen einfach? Ja. Dann nehmen wir die doch mit, die Truhe. Öffnen. Und nochmal 20, jawohl. Ja gut, wenn man aus der Truhe was natürlich was kriegt, dann kommt halt nochmal die Meldung. Das ist aber nichts Neues. Da sah ich auch nichts. Aber ja, du alles Vieh. Seht ihr mal, wie schwach dieses Schwert ist, ey. Und einfach zwei Schläge für eine Fledermaus. Komm her. Ich hab mein Schild gebrochen, ehrlich gesagt. Oh, endlich mal was gedroppt hier. Nämlich eine Monsterklaue. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Und da sieht man jetzt die Sammelgegenstände, die man hier holen kann. Davon gibt es eine Menge hier. Wie ihr seht. Ja, ich würde schon gern von jedem Exemplar eins finden wollen. Aber ich werde jetzt nicht so viel sammeln von jedem Teil, dass ich irgendwie alle Sachen einmal haben kann. Weil ich dann immer eine Welt auch noch was finde. Da kommt ein Herz. Okay, scheiß aufs Herz. Auf die anderen Krüge. Du alles Vieh, lass mich in Ruhe. So, hier muss man wieder zusprinten, ne, wahrscheinlich. Genau. Nicht auch schon andere Gegner irgendwo? Ich glaube, ich kann auch andere Gegner noch als die Fledermäuse. Hier kann man noch durchkrabbeln, genau. Hier sind noch ein bisschen Cash noch hier. Die Börse. Nehmen wir doch gerne mit, ne? Noch eine Fledermaus, komm hier. Nix. Ich hau auch immer Verti, die horizontal drauf, ne? Auf die Fledermäuse. Weil die ja über mir sind, offensichtlich. So, hier kann man jetzt wieder speichern. Machen wir jetzt auch. Ausnahmsweise mal. Was ist der Spielstand? So. Ich werde natürlich nach Möglichkeit vermeiden, innerhalb meiner Folge zu oft zu speichern, ne? Patrick! Aber wenn da dann die Möglichkeit ist, dann mache ich das natürlich. Wenn die Statue noch oft genug anlabern, von daher. Da bist du ja, Patrick. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist. Dich von der Luft ausgesucht. Und hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Warte, oh, deine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir. Hm? Man guckt jetzt da runter durch die Wolken. Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir.
Renn mal vor, ne? Ah, guck in die Katze, muss ich schon sagen. Da ist er ja. Ja, der wird sich sehr sicher nicht so versteckt an der Vogel. Ein Wolkenvogel. Schön die Blätter hier aufmachen. Und da ist er wieder frei, der Gute. Sehr schön. Und da breitet er seine Flügel aus. Der kaminrote Wolkenvogel. Eine sehr seltene Farbgebung für die Wolkenvögel, wie wir erfahren haben schon. So. Und der ist auch bereit zu fliegen. Seht ihr schon, der hat richtig Bock jetzt, mit uns zu fliegen. Los Patrick, beeil dich, sonst verpassen wir doch die Vogelretter-Zeremonie. Ruf deinen Vogel. Hey Patrick, diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als ruft mich irgendjemand. Du spinnst doch, Mädel. Patrick, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdanteil ist und viel größer sein als unsere Welt. Okay, Freunde, da hat es kurz geklingelt, ich muss kurz dahin gehen, einen Moment. Okay, Freunde, da bin ich wieder. Tut mir leid, das waren die Joy-Con und mein Amiibo. Das heißt noch kam nachträglich. Das war so der Paketlieferant. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. So, wir machen natürlich jetzt weiter, ne? Habt ihr schon mitgekriegt jetzt. Jemand hat sich hier dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Macht das, Mädel. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du unten drücken. Wieso wird dein Wolkenvogel kommen? Wieso schubst du mich auch nicht runter, danke. Das ist sehr nett von dir, Mädchen. Achso, er springt doch von alleine, aber... Ich drück unten, lüfte ihn, ach so. Da kann nur der Abbruch bei, wenn ich jetzt unten drücke, okay. Zack. Kann jetzt auch natürlich noch ein bisschen fallen und so. Aber warum, ne? Sollte ich. So, wir fliegen jetzt erstmal unsere erste Runde hier mit dem Wolkenvogel, Freunde. Langsam. So, links hat man schon eine Anzeige. Mit der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Patrick? Ja, klar. Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsam mal wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Wenn du fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben steuern, um Höhe zu gewinnen. Um nach den Sturzzug überzugehen. Ständig an Höhe zu gewinnen und dann in den Sturzzug gehen. Das ist die Grundlage für schönes Fliegen. Das meinst du, zack. Den Sturzflug. Und ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? So lenkt man, steigen halt so. Auch nur mit dem rechten Joy-Con, wie man sieht. Das ist schon eine geile Sache hier, einfach um zu fliegen. Also, ich muss halt sagen, das ist halt auch eine Meinung, die man sieht jetzt schon eigentlich. Also, man sieht auch noch nicht viel hier. Ich glaube, dahinter ist doch noch ein bisschen mehr, oder? Weiß ich gar nicht, ob man schon alles sehen kann. Mit deinem Wolkenvogel reitest du hier Zeit rechts, um die Steuerung anzeigen zu lassen. Also kannst du angreifen, wodurch du kurz beschleunigst. Langsamer werden kannst du natürlich auch. Wähl alles einfach mal aus. Mit X greift man an. Okay, ich wollte schon sagen, wie greife ich den an? Mit A jedenfalls nicht. Okay. Das ist quasi der Spurt. Anhalten. Ich glaube, das sind doch schon alle Inseln, die man hier sehen kann. Ja, und ihr seht schon, das Wolkenmeer ist halt sehr leer, ne? Die meisten Krater da, oder diese ganzen Steinstücke da, die Felsbrocken, die man da sieht, die sind quasi nicht bewohnt. Da ist so ein Ding, da kann man durchfliegen. Patrick, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Patrick, die anderen warten sich ja schon. Beeilen wir uns. Klar machen wir das. Aber ich glaube, wir machen die Zeremonie nicht mehr heute. Ich glaube, die heben wir uns für einen anderen Part auf, denn... Wolkenvogel ist einfach unglaublich und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nur meinem Vater berichten. Wie sie rennt, ey.
Hallo, ich laufe hin. Hey, Patrick! Ach, du hast dein Federvieh gefunden? Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du ja auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Dann bist du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Lado redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ha, der Sieger der Zeremonie. Das wird natürlich ich sein. Er hält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, die Parashawl. Niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Er ist von ihr selbst gemacht. Die Parashawl, die sie selbst getragen hat. In meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Ach. Dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich ganz allein da oben. Bardo, Bardo, hinter dir, hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Oh oh, Zelda ist wieder da. Wir beide wie? Ganz allein, ja? Ja. Ja, also Patrick. Gut, dass du deinen Funke gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Bei der Zeremonie immer schön auf mich erschauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Ich muss mich übrigens revidieren, ich mag nur das Design von der Zelda nicht. Die ist an sich vom Charakter her gar nicht mal so übel. Zumindest jetzt hier im Wolkenwort nicht. Die hat schon auch nicht Zunder, ey. Weil gibt auch nicht Zunder. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Patrick, kümmere dich nicht darum, was die sagen. Gib heute dein Bestes, ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Na klar. Genau, mit dieser Einstellung kannst nur du gewinnen, Patrick. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Patrick, bis gleich. Geht's jetzt direkt los, oder was? Ich will doch noch gar nicht. Okay, dann machen wir die doch jetzt noch. Ey, was ist das denn jetzt? Ja, komm, die geht schon nicht so lang, glaube ich. So, erstmal schön den Start hier angefangen, ne? Hey! Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelretterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Patrick nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Jetzt mal nach dem Abspringen vor, laut auf ihn bloß nicht, unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja klar. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Ah, 25th Anniversary, ne? Das haben sie schon gut gemacht auf jeden Fall, damals zum Jubiläum. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Hey! Alle auf ihre Plätze. Ja, dann machen wir die halt jetzt noch. Los! Und auf geht's, Freunde. Wir sind auf jeden Fall schon mal der Erste, der den Vogel gerufen hat. Trotzdem sind wir die Letzten, die hier in der Luft sind, wisst ihr? Ja, den Vogel sieht man sehr gut, das ist gut. Ey! Du Arsch! Der Vogel hin, da. Alter, will er mich verarschen, der Junge? Alter! Hab ihn, so, her damit. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Okay, der hält mich doch nochmal davon ab. Buff. Du weißt es nicht, mit Bardo anzulegen? Nimm dies, Kleiner. Safe, nehme ich mal ab. Schweinepriester, ey. Okay, ich nehme dadurch keinen Schaden, der Vogel wird noch abgelenkt. Dadurch. Ey! Zack, direkt nochmal hier. Er war drauf zugeflogen. Da kam einfach mal angeflogen, habt ihr gesehen? Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus. Zelda wird sich freuen.
Wunderbar. Patrick! Ja, die weiß schon, dass so ein Wolkenvogel nicht unbedingt zwei Leute aushält, ne? Okay, unser Wolkenvogel ist natürlich besonders, der hält das wieder aus. Ist ja klar. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Zeremonie geht weiter, auf zur Statue der Göttin. Okay, die Folge nimmt gar kein Ende mehr heute, Freunde. Tut mir leid. Was ist das nun, Mane? Patrick, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. So, sehr schön, sie setzt sie da ein. Und jetzt spielt sie auf der Lyra die Ballade der Göttin. Sehr schön. Sehr schöner Song. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. Deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen. Dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Oha, sie zieht sich aus. Nein, sie zieht natürlich nur den Schal aus, den sie sich da selbst gewebt hat. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzen im Wind, für dich. Das, meine lieben Freunde, das ist der Paraschal. Ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Achso, weil sie so hochhält, klar. Dieser Paraschal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Er hat ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Patrick. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Was hast du vor? Wirklich? Du bist doch sonst immer so schlau. Oha, ich komme ihm auch mal ganz nahe. Von hier springst du runter. Siehst du das runde Bodengelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Auf den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Ich hab irgendwie, ich kann gar nicht mehr abspeichern heute. Oh. Und ZR. Zack. Also sind wir unten, ganz sicher. Ich glaube, die fliegen doch jetzt wieder raus und dann müsste irgendwas passieren, meine ich, oder? Das hast du toll gemacht, Patrick. Habe ich dich jetzt nur noch abspeichern eigentlich? Ey, die Folge ist mir schon viel zu lang. Naja, bringt jetzt nichts darüber, die ganze Zeit zu quatschen, ne? Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Sag mal, Patrick, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Naja, die fliegen jetzt wieder raus, genau. Da muss ich da jetzt auch abspringen selber. Nein, da kommt automatisch, okay. Was hätte ich dann jetzt nicht gemacht? Dann hätte ich mich jetzt erstmal schon gespeichert bei der Statue unten. Aber so? Ja. Bleibt mir keine andere Wahl. Patrick, hör mal, Patrick. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben noch nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Aber, ob es so schön bleiben wird, mal gucken. Weißt du was, Patrick?
Du und ich, wir. Badabum. Hey, was? Kommt der denn her, der Wirbelsturm? Was hat der vor? Was ist das? Patrick! Und ein Vogel stützt auch direkt mit ab. Und wir fliegen da rein und uns passiert nichts. Also wir werden zurückgeprallt, so nach dem Motto, ne? Ist klar. So. Patrick! Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Eine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Patrick. So. Zelda wird von dieser riesigen Bestie verschlungen. Das sieht so aus, wird so angedeutet. Sagen wir mal so. Endlich bist du aufgewacht. Oh. Als der Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Sieht aber aus, als hättet ihr keine große Verletzung davon getragen. Dafür ist Zelda weg. Patrick, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Und den kann doch sprechen, seht ihr? Er hat nur die Textbox, das ist halt das Ding. Oder er spricht halt nie, wenn wir quasi eine Textbox sehen von ihm. Den könnten. Ein schwarzer Wirbelwind? Klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Er sieht doch aus wie Noctu, der Typ, ne? Mit seiner Augenbraue da oben, ey. Lass dich doch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Patrick, als ihr da draußen wart. Meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Nun ja, sie hat irgendwie vom Erdland gesprungen. So ein Kack. Vom Erdland hat sie also gesprochen? Hast du immer wieder den gleichen Traum von ihrem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Denn hat das alles nichts zu tun. Bei dem Wolkenvogel Bray ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Sag Hindu-Kek. Hör mir zu, Patrick. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Das spüre ich, weil ich ihr Vater bin. Ah, es kommt jetzt schon. Ja, Freunde, speichern wir jetzt hier. Können wir, ja, es wird gespeichert, sehr gut. Wir werden dann an dieser Stelle die Folge wirklich beenden. Wir gucken uns beim nächsten Mal, was uns da draußen ruft. Und wir werden uns wahrscheinlich auf die Suche nach Zelda begeben, ist ja wohl klar. Aber wie wir erstmal ihr folgen können, das müsst ihr das auch erstmal rausfinden. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Welche Folge gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und genauso, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasu.